Hey Leute, heute wird's erst extrem schön und dann gegen Ende des Videos extrem komisch und ärgerlich. Aber kurzes bisher geschah. Ich bin von München über Dänemark und Schweden nach Norwegen gefahren. Dann ist bei meinem Model Y die Heizung ausgefallen, aber nach einem Software-Update scheint sie jetzt wieder zu funktionieren. Das ist auch besser so, denn mein Kanalpartner meinauto.de schickt mich bis hoch zum Nordkap und da braucht man definitiv eine Heizung. Meinauto.de ist der Spezialist für den Neuwagenkauf online. Man findet dort eine große Anzahl an attraktiven Angeboten, natürlich auch für E-Autos. Vor, während und nach dem Kauf hat man einen persönlichen Ansprechpartner. Man bekommt auch die Versicherung und Servicepläne bei meinauto.de. Der Prozess ist schön digital gestaltet, also ohne groß Papierkram, und am Ende bekommt man auf Wunsch seinen Neuwagen sogar an die Haustür geliefert. Link in der Beschreibungsbox und auf geht's. Roadtrip, Leute! Ich bin hier irgendwo im norwegischen Nirgendwo 2500 Kilometer schon gefahren. Alles voll elektrisch mit dem Tesla Model Y. So, hier jetzt ein paar Tage mit meinem Kumpel William und seinen Freunden verbracht. Der ist ja Norweger, der hängt weiter mit seinen Leuten hier ab. Und mein Kumpel Kojo ist gestern in Trondheim gelandet. Also gilt es jetzt nach Trondheim zu fahren und Kojo abzuholen. Hier nochmal der Supercharger. Ich meine, idyllischer könnte man sein Auto nicht laden. Direkt an einem Fjord. Bisschen windig heute, kalt dafür nicht wirklich. Ich mache den Wagen noch ein bisschen voll und dann geht es über eine Route, die zumindest auf der Karte super schön aussieht, nach Trondheim. Und dann schickt mich eben mein Kanalpartner meinauto.de bis an den letzten nördlichsten Zipfel Europas, das Nordkap, da oben Polarnacht, kalt, windig, eisig, verschneit, das wird richtig krass, das alles voll elektrisch. Seid gerne mit dabei, das wird eine krasse Reise, wahrscheinlich die elektrische Reise meines Lebens. Hab Bock drauf. Ich hoffe, das Mikrofon hier mit dem Windschutz tut seinen Dienst. Ihr habt mich verstanden. Auf geht's. Etwas über 50% jetzt, das sollte reichen. Der nächste Supercharger ist nicht so weit weg. Sehr interessant zu sehen, übrigens wie in Norwegen, ja, Elektromobilität, Vorzeigeland, die Ladestationen dicht gesät sind. Mal schauen, wie das dann hier oben aussehen wird. Echt noch ein weiter Weg. Insgesamt habe ich jetzt 6 Stunden und 25 Minuten an Superchargern verbracht, um eben hierher zu kommen. Okay, packen wir den Trip an. Alter Norweger! Das gibt's ja nicht. Ich komme aus Bayern, also ich bin einiges gewohnt, was Bergpanorama angeht. Aber das hier ist schon nochmal richtig next level. Die Fjorde, Wasser, Berge, Schnee, Autofahren, geil! Großartig. Willst du mich verarschen? Das ist mit einer Fähre! Was ist das denn? Alter, ich muss Fähre fahren. Okay, also, makes sense, nur einfach nicht damit gerechnet. Was steht da? 10.25 Uhr ist sie. Jetzt 10.04 Uhr. Also in 20 Minuten habe ich Glück gehabt wahrscheinlich. Also keine Ahnung, wie oft die fährt. Wie kaufe ich jetzt ein Ticket? Was kostet ein Ticket? Ich bin gerade ein bisschen zu befordert. Ja, komm, angejoggt. Can you tell me how to buy a ticket? Huh? Can you tell me where... Take a picture of your sign. You take a picture of my license plate. And then when do I pay? When you come home, you get the bill. You sent me the bill by mail? Yes. That's very modern. We're not modern like that in Germany. Wie geil ist das denn? Ich bin geflasht. Also erstmal sprechen die alle perfekt Englisch und sind immer nett und hilfsbereit. Also, so wie ich das jetzt erklärt bekommen habe, die scannen einfach das Nummernschild und haben sie scheinbar schon automatisch gemacht, ohne dass ich es gemerkt habe, und schicken dir dann die Rechnung nach Deutschland. Jetzt hätte ich vielleicht noch fragen sollen, wie hoch die Rechnung ist. Aber egal was, ich werde das auch nicht umdrehen. Alter, macht der hier gerade nicht der letzte? Hat der jetzt gerade zugemacht? Ey, wir bewegen uns! Was bin ich für ein Glückskind? Ich komme mir irgendwie verplant an, fahre auf eine Fähre und die fährt los. Gut, wenn jetzt die Rechnung 500 Euro ist, dann revidiere ich das mit Glückskind. Eiskalt, wir fahren los. Wie weit fahren wir denn? Okay, das hätte ich jetzt als Brücke interpretiert, ist halt eine Fähre. So ist es halt in Norwegen. Hier sind... Ja, aber wenn es hier die ganze Zeit so ist, dann wird es ja schon eine ordentliche Rechnung, oder? Preisfrage. Ist das hier vor mir eine Brücke oder eine Fähre oder ein Tunnel?
Oder eine Luftbrücke. Was wird es sein? Ich sage, weil es auf der Karte so ein bisschen geschwungen aussieht, ist es eine Brücke. Was sagt ihr? Tippen Sie jetzt mit, seien Sie jetzt mit dabei. Zu gewinnen gibt es Elchsteak. Hier muss man wieder ein bisschen aufpassen. Ja, so ein Elch auf der Straße, das ist wie eine Wand, die da steht. Also wirklich hoch aufmerksam muss man da so ein bisschen auf den Straßenrand beobachten. Wenn so ein Elch vor die Karre läuft, dann wirklich Ausweichmanöver, Bremsen, drüber springen, Tunnel graben, alles, was du machen kannst, um dem irgendwie zu entgehen. Es ist eine Brücke! Ich fahre so beseelt durch die Landschaft, kommt mir so ein weißes Tesla Model Y entgegen. Ich grüße, nichts kommt zurück. Ich denke so, oh, Alex, hier in Norwegen, es gibt einfach zu viele Elektroautos. Noch die Teslas verkaufen sich gut. Hier wird einfach nicht gegrüßt. Du siehst den ganzen Tag Teslas überall. Du wärst nur so, nur rumwinken. Von daher, also auch, ja, muss ich einfach rumstellen hier. Die neuen Zulassungszahlen für Elektroautos sind hier bei über 50% auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht auswendig, aber auf jeden Fall ist das mit Abstand der krasseste Wert prozentual auf der ganzen Welt. Deutschland hat mittlerweile mehr Elektroautos als Norwegen, was jetzt aber auch nicht so die Kunst ist, weil wir über 10-mal so viele Einwohner haben, aber prozentual ist Norwegen brutal. Und dementsprechend wird hier auch einfach nicht mehr gegrüßt. In Deutschland ist auch schon krass abgenommen, aber wenn ich jetzt ein weißes Tesla Model Y in Deutschland sehe, dann würde ich schon mal so machen und in der Regel auch so einen zurückbekommen. Hier nicht. So, muss man sich einfach kurz bewusst machen, dass hier Elektroautos nichts Besonderes mehr sind und Teslas auch nicht. Ich komme mit ordentlich Restreichweite im Supercharger an, knapp 100 Kilometer wahrscheinlich, und der Supercharger von der Location so sieht auch aus, als könnte der sehr idyllisch sein. Schauen wir mal. 10 Minuten dann. Hi Alex, hier ist Massi von meinem Auto. Wir haben uns wieder eine Challenge für dich ausgedacht. Und zwar dachten wir, wir schicken dich mal eine fremde Ladesäule, also weg von dem gewohnten Umfeld des Superchargers. Und um das ein bisschen zu erschweren, dachten wir, du darfst die Sprache nicht umstellen. Also hoffen wir, dass du dein Norwegisch ein bisschen verbessert hast auf der Fahrt bis hierhin. Und wir drücken die Daumen, dass du es schaffst. Denn wenn du es schaffst, verlosen wir eine weitere Fahrt im Tesla S85. Und wir drücken dir die Daumen, viel Erfolg und streng dich an. Absolut, absolut rutschig, aber auch absolut brutal, wie schön diese Strecke ist. Es ist vielleicht wirklich die schönste Strecke, die ich jemals geroadtrippt bin. Wirklich ganz toll. Ich habe eine Challenge bekommen von meinauto.de, ja. Die schicken mir Challenges durch, weil ist ja nicht anspruchsvoll genug, da bis zum Nordkap zu fahren. Die Challenge ist ziemlich geil. Das hier ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum diese Reise bisher so easy verläuft. Im Elektroauto so weit zu fahren, auch im Winter, das Supercharger-Netzwerk. Super engmaschig gesteckt, vor allem hier in Norwegen. Steckst ein, kannst dich darauf verlassen, dass das Ding immer funktioniert. Auch die Auslastung hier total in Ordnung. Ich muss bisher noch nicht warten auf der Reise, aber das wird sich jetzt ändern. Meinauto.de hat nämlich hier die Challenge durchgegeben, dass ich versuchen soll, auf praktisch Norwegisch zu laden. Also wirklich an eine einheimische Ladesäule, nicht Supercharger. Ja, also hier, sowas vielleicht. Einfach irgendwie so eine Ladesäule, die ich noch nie gesehen habe. Mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Auch vielleicht Sprachbarrieren, ist sowas intuitiv. Ja? Nicht jeder fährt einen Tesla und auch andere Elektroautofahrer wollen mal im Ausland laden können, ohne dass es irgendwie, dass man, keine Ahnung, Astronaut sein muss, um sowas zu verstehen. Ansonsten meinauto.de, der Kanalpartner hier für die Reise. Da kriegt man Neuwegen, alle möglichen Hersteller, alle möglichen Fabrikate. Das Ganze digital. Das ist immer traurig, das ist so wie wenn einzelne Handschuhe irgendwo liegt. Und irgendwo ist gerade ein Kind im Auto und hat einen steifen Nacken. So eine Ladesäule muss ich dann irgendwie zum Laufen bringen. 50 kW Lader hier. Ich habe vom Typ sowas schon mal in Italien gesehen. Okay, aber wie gesagt, bei meinauto.de, Neuwegen, alles digital, kein Papierkram. Vor, während und nach dem Kauf kann man dort Beratungen in Anspruch nehmen und gibt super Deals zu Elektroautos. Ja, das Ganze verlinke ich euch auch gerne in der Beschreibungsbox wieder. Schaut da gerne vorbei.
Ich schaue jetzt mal, wie mein Ladevorgang hier aussieht, aber ich glaube, ich habe genug Energie, um nach Trondheim durchzufahren. 381 Kilometer. Perfekt. Wie lang? Ah, ich weiß nicht, wie viel, wann ich auf Start gedrückt habe. Aber jetzt bald 7 Stunden nur im Supercharger gestanden und bald dann ein Ladevorgang an einer einheimischen Säule. Schauen, wie die Erfahrung wird. Also kaum vom Supercharger weg, direkt auf die Fähre drauf. 10 Minuten später von der Fähre runter und ab Richtung Trondheim. Es bleibt einfach absolut spektakulär hier. Es ist wirklich eine so tolle Route und nichts los. Also das ist wirklich einer der großen Vorteile, wenn du hier oben in Nordeuropa fährst. Bevölkerungsdichte super gering und einfach freie Straßen, einfach staufrei fahren. Nur halt wenig Sonnenstunden. Ja, jetzt hier sind es noch so 5-6 Sonnenstunden pro Tag. Je nördlicher wir dann kommen werden, desto weniger. Komm, jetzt probieren wir das doch mal aus. Was sagt der Autopilot? Ja, geht schon mal an. Ja, schon mal gut. Also, hier Spurmarkierungen links gelb, rechts weiß. Schnee eigentlich gerade nicht drauf. Doch, ja, hier rechts ein bisschen Matsch drauf. Das sieht aktuell noch sehr souverän aus, was der Autopilot macht. Ja, ich habe ihn hier auf 80 km/h jetzt, was man hier fahren darf. Und ein menschlicher Fahrer würde hier auch locker 80 km/h schaffen. Außer vielleicht in manchen spitzen Kurven. Aber hier gerade ist das was der Autopilot meistert. Und dann vielleicht nur mal für mich so den Fahrgenuss erhöht, kann ich. Also ich bin immer aufmerksam, ja, vor allem hier bei solchen Verhältnissen. Da kann man jetzt nicht sagen, Autopilot an und ich schaue mir einfach nur noch die Fjorde an. Aber es ist schon was auf einer Langfahrt ein bisschen entlastet. Und wenn es auch hier unter solchen Bedingungen funktioniert, ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt. Jetzt geht es hier ein bisschen bergab, Gegenverkehr und eine Rechtskurve. Ich wäre natürlich da, um einzugreifen. Ja, Autopilot fährt ziemlich mittig in der Spur. Die Spur ist relativ breit. Man könnte bei Gegenverkehr auch ein bisschen weiter rechts rausfahren, aber das war noch total im Rahmen. Also nichts, was ich mir jetzt ankreiden würde. Und die Straße eignet sich echt super für einen Autopilot. Schau mal an. Wunderbar. Ja, dann lasse ich mich noch ein bisschen chauffieren und check die Natur aus. Meine Fresse, ist das schön. Ey. Das ist wirklich. Das ist echt ein ganz besonderes Erlebnis für mich hier zu fahren. Ich will es irgendwann auch gerne mal im Sommer sehen. Ja, William hat auch gemeint, dass es dann einfach hell bleibt in der Nacht. Also du kannst so um 1 Uhr nachts spazieren gehen und es ist hell. Jetzt nicht taghell, aber schon einfach so, du brauchst jetzt kein Licht im Wald. Aber wieder ein weißes Model Y. Diesmal habe ich nicht gegrüßt. Du bist mir vollkommen gleichgültig. Okay, hier ist ein bisschen gefährlich, weil der Autopilot muss natürlich nicht nur in der Spur bleiben, sondern eigentlich auch in den Spurrillen. Also ja, ich fahre lieber selber. Ja, ihr seht es, die Autos vor mir haben halt hier so eine Spur gemacht und wenn du die triffst, dann fährst du ziemlich sicher. Wenn du aber es nicht schaffst und dann auf die vereisten, verschneiten Stellen kommst, die teilweise in der Spur sind, dann wird es rutschig und gefährlich, ja? Und das kriegt der Autopilot nicht hin. Also er bleibt in der Spur, aber er schafft es nicht, in praktisch der Loipe zu fahren. Und das ist dann zu rutschig. Ja, also jetzt hier, wo es so frei ist, klar, kann man das wieder machen im Autopilot. Aber sobald es, und hier geht auch runter vom Gas hier in der Kurve, sehr schön. Aber sobald du nur noch so Spurrillen hast, so Loipen, dann musst du wirklich schauen, dass deine Reifen da drin bleiben. Und darauf achtet der Autopilot dann nicht mehr. Also es, ich weiß, ich wiederhole mich, ich finde es einfach brutal hier. Es ist so eine krasse Natur, so anders als Deutschland. Ja, ich sehe mich satt hier, also einfach dieses Eis da an dem Felsen. Ich könnte überall ein Foto machen, ich könnte überall stehen und da ein Foto machen. So, hier wieder, seht ihr, was ich meine? Ja, und jetzt fährt er eben zu weit rechts raus
und er muss hier in der Loipe bleiben, damit es ganz sicher ist. Es hat Probleme, die Spur zu finden, weil die Spurmarkierungen zugeschneit sind und er schafft es auch nicht ganz sauber in meiner Loipe zu bleiben. Naja, ich bin ja hellwach. Ja, hier auch wieder ein bisschen weiter links mit in der Spur. Ja, nee, ihr hört es ja auch am Geräusch, der Reifen ist nicht mehr ganz in der Fahrspur. Na gut. Ja, auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Es ist so schön. Und diese Strecke ist einfach so toll. Sie ist abwechslungsreich auch. Jetzt hier einfach richtig ehrlicher, harter, nördlicher Winter. Ja, Fjorde Ciao. Hier schöne Schneedecke, Nadelwälder. Und die Straße ist vollkommen befahrbar, kaum Verkehr. So schön. Wirklich, Hörbuch an. Und einfach komplett meditativ hier zu fahren. Toll. Ah ja, hier ist ein Supercharger. Da bei der Tanke wohl. Aber ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Oh, es geht nochmal auf eine Autobahn oder wie? Okay. Bisschen mehr Zivilisation wieder. Das hier ist Trondheim. Niedriger Füllstand der Scheibenwischanlage. Ja, kein Wunder, ich knall hier die ganze Zeit Zeug raus. Muss unbedingt auffüllen. Wahrscheinlich werde ich literweise Scheibenwischwasser hier verpulvern auf der Reise. Da muss ich nochmal zur Tanke. Ja, kann wieder ein bisschen Benzingeruch einatmen, den ich tatsächlich immer noch liebe. Ich liebe Tankstellengeruch. Darf man auch als begeisterter Elektromobilist. Mal schauen. Ja, so ein blödes Grinsen in der Fresse, wirklich, als hätte ich irgendwas geschnüffelt. Ne? Aber tatsächlich, diese Roadtrip ist einfach nur Hochgenuss. Jetzt wird es dunkel, gut, ist wie es ist. Aber war eine sehr schöne Nummer bis hierhin. Und eben noch mit der Challenge, den Wagen mit einer einheimischen Ladesäule voll zu bekommen. Mit Sprachbarriere, vielleicht mit der richtigen Ladekarte. Freestyle. Sehr schön. Heute bin ich sparsam unterwegs und komme mit ordentlich Reserve an. Da bin ich hier. Der Kosches Hotel ist direkt am Flughafen. Schau mal hier. El-Lading. Das heißt wohl Elektroauto-Lading. Hier entlang oder wie oder wo oder was? Also bisher die Reise, Fähre gezahlt, Tunnel gezahlt wohl, Autobahn gezahlt und jetzt Ladehaus, Parkhaus mit Ladestation. Ich glaube, das wird das teuerste. Am Flughafen laden in Norwegen, parken, das wird teuer. Aber schaut euch das an, so will man das doch sehen. Ey, überall Ladestationen, überall. So, das ist doch ziemlich perfekt, denn die Challenge ist ja, an einer einheimischen Ladestation mit Sprachbarriere und allem drum und dran zu laden. Dann wollen wir das mal probieren. Ladbar Motorwagen Mod Abgift. Mal sehen, wie es funktioniert. Mal sehen. Komm, ich gehe mal irgendwo hin, wo ich alleine bin. Ich weiß ja, mich dumm anstellen muss das kein Einheimischer sehen. So, hier. Die gehören jetzt mir. Oh, nee, halt. Schau mal, da ist auch ein Tesla. Hier, schau mal, schön. Auch ein Tesla Model Y. Vielleicht lade ich einfach bei dem in der Nähe für emotionalen Support. Ich liebe das, ja, wenn ich mit ein bisschen Puffer ankomme. Es ist ein bisschen Puffer, das ist ein Drittel Akkustand noch. Aber das ist einfach gut. Weil wenn es hier irgendwie nicht klappen sollte, habe ich auf jeden Fall genug Saft, um trotzdem noch irgendwie einen Supercharger und eine andere Ladestation aufwendig zu machen. Aber ich bin guter Dinge. Ich habe bisher so gut wie jede Ladestation in jedem Land zum Laufen gebracht. Ich werde jetzt nicht hier scheitern. Komm mal. Was steht hier alles? Last Net Appen Avinor Fra App Store Ella Google Play. Oh nee. Oh nee, ich muss schon was runterladen oder was? Ah. Immer, was man als erst machen sollte, wenn man zu einer Ladestation kommt, einfach mal einstecken. Manchmal laden die einfach, ohne dass man was machen muss. Und dann kriegt man den Strom umsonst und hat den ganzen Aufwand nicht. Also ich stecke einfach mal ein, wir schauen, was passiert. Eins und Glück auf. Come on, einfach laden, einfach grün werden. Wer grün? Hallo? Hallo? Verdammt, ein Versuch ist wert. Ihr seht, er lädt nicht, er will App Store, er will Geld. Okay, also dann wird es schwieriger. Star. Oh Gott. Das ist.
Ich schwör's euch, ich bin so enttäuscht. Auch in Deutschland, wenn Sachen nur auf Deutsch dastehen und wenn ich im Ausland bin und dann Sachen nicht auf Englisch dastehen. Alter, wir sind hier an einem Flughafen. Wie viele internationale Leute hier sicher auch mal herkommen und irgendwas benutzen wollen, ohne Norwegisch zu können so. Ja, jetzt stehe ich hier. Gut, Challenge accepted. Auf geht's. Last net appen, irgendwas App Store, ein Profil, schon mal nicht gut. Du kann bin jetzt loslegen. Du kannst loslegen mit deinem Profil. Menda, met, non, min, und irgendwas funktioniert dann. Und dann der nächste Schritt. Und der nächste Schritt. Mann, ey, come on. Come on, Leute. Ich krieg das hin, oder? Ich muss mir überlegen, wie. Avinor gefunden und ja, Datenvolumen passt, habe ich. Zieh dir das Ding. Zieh es dir. Dafür sind die skandinavischen Länder geil. Der LTE-Empfang ist hier herrlich. So, saug dir die App. Schaut mal, die ist auch richtig gut bewertet. Da haben sich ja schon ganz viele Leute erfolgreich mitgeladen. Oh, Avinor, hallo. Mitteilungen senden. Nee, schon okay. Beim Verwenden der App darfst du wissen, wo ich bin. Book Parking to from EV Charging. Hier. Okay, was kostet der Spaß? 10 Kronen pro gestartete Stunde. Maximal 50 Kronen. Egal, wie lange man da steht. So, ich glaube, 10 Kronen ist circa ein Euro. Kann das sein? Bin mir nicht wirklich sicher. Warte. Wie viel sind 10 norwegische Kronen in Euro? 1 Euro. Ja, sehr gut. 1 Euro. Okay, das ist fair. Also 1 Euro pro Stunde und maximal 5 Euro. Ja, ist ja viel zu günstig. Wenn die so günstig machen, dann können sie auch gleich umsonst machen. Was ist irgendein PIN? Was? Vorne. Ah! Jetzt ist da irgendwo in der Ladestation ein PIN. Also, wir sind auf der Suche nach einem vierstelligen Code. 0463. 0463. Und zwar A. Hallo? 0463. Oh, was ist los? Found no charger with given PIN. Nochmal. EV Charger. 0463. A. Found no charger. Hat mein Spatzenhirn in der kurzen Zeit den PIN falsch gemerkt. 0463A. Vielleicht ist irgendwas mit genau dieser einen Station verkehrt. Dann schauen wir gegenüber, dann parke ich halt um. 0462A. 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 Leute, ich versuche euch dieses gratis Tesla-Wochenende rumfahren rauszuholen, ja? 0462A. So, komm, ich starte nochmal den ganzen Wumms hier neu. 0462A. 0462. Found no charger with given PIN. Warum? Ah, nochmal Schilderkunde. Also, runterladen App Avinor haben wir geschafft. Set up mein Profil. Fühlt sich an, als müsste ich erst ein Profil anlegen. Dann schaue ich mal, ob ich jetzt irgendwie ein Profil anlegen kann. Aber so oder so verwirrt es mich, dass er mir sagt, auch auf Englisch, dass er diese Station nicht kennt mit dem PIN. Weil ob ich ein Profil habe oder nicht, die Station gibt es ja trotzdem. Er kann ja sagen, okay, Station gefunden, aber ohne Profil darfst du nicht laden. Das ist ja eine andere Message, als zu sagen, die Station gibt es nicht, wenn sie hier steht. Also, create new user, erstelle einen neuen Account. Dann ist hier meine Telefonnummer eingegeben. Jetzt ist es von Englisch auf Einheimisch gegangen. Also, machen wir das. E-Mail-Adresse eingegeben und auf Registrieren. Okay, ein grüner Haken und Norwegisch, aber grüner Haken ist international. Und klick her. Klick hier. Was kann denn das hier bedeuten? Warum kann ich denn das nicht auf Englisch stellen, irgendwie, Leute? Ah, hier unten steht Englisch. Was, wenn ich da drauf drücke? Englisch. Neu? Englisch. Ja gut, aber hier oben ist der Text ja. Ah, Englisch, jetzt. A verification mail has been sent. Please check your mail. Yes. Mail ist da.
Wahrscheinlich. Was ist das? Ja. Okay, jetzt kann ich ein Passwort einstellen. Invalid Verification Key. Was hat er jetzt? Okay. Ich knall noch ein paar Satzzeichen hin. Jetzt haben wir Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Satzzeichen. Das ist ein gutes Passwort. Passwort einsetzen. Grün. Passwort bestätigt und confirm. Invalid Verification Key. Leute, das gibt's doch. Was bin ich es? Mache ich in jedem Schritt irgendwas falsch? Wie kann einfach jeder Schritt schmerzhaft sein? Ich will einfach die Videos so machen, wie die Dinge passieren, ne? Also ich versuche das auch nicht zu schönen. Also ich erzähle die Sachen so, wie sie sind. In der Regel ist es saugeil. Tolle Reise, tolle Erfahrung, Elektromobilität, sensationell. Aber dann hier sowas, noch nie hat ein Mensch an einer Tankstelle so viele Probleme gehabt, wie ich gerade mit dieser Ladesäule. Muss man auch einfach dazu sagen. Ist Teil der Wahrheit. Hier, um scheinbar nur 1 Euro die Stunde zu zahlen, mache ich hier den schwierigsten Prozess aller Zeiten und schaffe es nicht mal, ein Passwort zu vergeben in dem Teil. Mein Gott. Was soll ich machen? Zurück in die E-Mails. Ja, kann hier. Ja, danke, dass ihr mir die E-Mail natürlich auf nur Norwegisch schickt und nirgends irgendwie Englisch. 2 Links, ja gut, dann drücke ich halt auf den oberen Link, oder? Ich meine. So, hier Passwort. Einsetzen. Alles grün, also scheint das Passwort zu mögen. Ist ja auch ein tolles Passwort. Und dann weiter. Ja, invalid, gut. Dann drücke ich auf den unteren Link in der E-Mail. Was passiert dann? Cannot cancel verification because. Ach, da geht es um irgendwas. Wahrscheinlich, wenn man die Anmeldung nicht selber gemacht hat. Cannot cancel verification because. Warum steht. Ah, hier. Cannot cancel verification because validation failed. So, jetzt rufe ich meinen Bruder an. Gehe ich mal da ans Telefon. Yo! Servus! Ich verzweifle gerade an einer Ladestation irgendwo in Trondheim am Flughafen. Okay, warum? Weil die nicht will, wie ich will, und die App will nicht, wie ich will. Ich muss jetzt aufs Klo, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ich gehe kurz hoch aufs Zimmer, hol Kojo mit runter und schau mir das nochmal mit frischen Augen an, plus Kojos frische Augen. So, also einmal hier gegenüber hingestellt, wo keine Ladestation ist. Hier packe ich mich rein und dann kläre ich das gleich nochmal und hol euch das Wochenende Tesla-Fahren raus. Kurz ist am Start. So, ich habe mich schon kurz bei dir ausgeweint, dass diese Ladestation nicht ganz will. Ich übergebe hiermit an dich. Ich bin wirklich, da ist das Auto. Bitte mach das leer. Es geht für die Zuschauer um ein Wochenende Tesla-Fahren. Oh. Oh. Okay. Okay, warte. Kriegst du es hin? Er redet mit seinen Vorfahren kurz und. Oh, okay, also wir müssen es erstmal umparken. Ich sehe jetzt übrigens zum ersten Mal dein Stimmt, ja. Wir waren ja schon zusammen unterwegs im Model 3 noch damals. Ja. Das ist praktisch Model 3 nur höher gelegt und größer. Es sieht aus wie, als hättest du jetzt 5 Kinder und wärst schon 60. Es ist ein bisschen erwachsenes Auto, das stimmt, ja. Erwachsen würde ich sagen. Ich würde einfach nur sagen, es sieht nicht so stylisch aus, aber hat wahrscheinlich mehr Platz und so. Okay, wo fahren wir hin? Welche Ladestation willst du probieren? Die hier. Die hatte ich schon. Das ist die. Nicht Weise. Die, habe ich doch gesagt. Nicht die. Ja, die hier. Die da, gut. Du musst nur einmal 0462B. Den Gedanken haben, während du einmal mit dem NFC-Chip deines Handys hier dran hältst. Der ist mir nicht einmal aufgefallen. Ja. Und. Da ist natürlich auch ein Lesegerät. Was ist, wenn ich einfach irgendein. Ja, weil ich benutze keine Chips mehr. Ich benutze nur noch die Elva Lade Flatrate App. Da könnte ich auch mal reinschauen.
Ich schwöre dir, wenn jetzt durch meinen Joke das so geklärt wäre, dann... Ja gut, weil ich habe hier mit der App und blablablub den ganzen komplizierten Weg probiert und es ging nicht. Ja. Das darfst du auch gleich probieren. Außer der Chip funktioniert, falls ich einen dabei habe. Ich benutze eigentlich irgendwas gar nicht mehr. Hast du. Mobility Plus Ladekarte ist das Einzige, was ich in Karten dabei habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist nahe null. Rot heißt funktioniert. Also war klug, es zu probieren, aber es war klar, dass es nicht geht eigentlich. Also. Was damit? Ja, da kann man einstecken und deswegen geht's nicht. Dann. Wir machen jetzt den ganzen scheiß App-Prozess. Was ist, wenn du einfach Geld hier da lässt? Einfach Geld drauflegen? Ja. Kusch, komm, nimm mal dein Handy bitte. Ja. Schau mal, also so weit bin ich gekommen. App Store, diese App runterladen. Ah, wie nur. Mach mal. Komm, mach mal. Kusch fragt mich so richtig naiv, warum er es machen muss. Warum es bei mir nicht klappt. Ich weiß es nicht. Frag mich, was lief denn nicht? Ja, nichts lief, keine Ahnung. Okay. Hier, so, da bist du jetzt. Okay, und jetzt? Also, mach mal auch gerne, wie du es... Ja, so, genau, so habe ich es auch gedacht. 10 Kronen, bla bla. Genau. Ja, so charging. So habe ich es auch gemacht. Dann gibst du hier die Nummer her ein. Ja, gut, dann mach doch einfach mal. 4, 6, 2. Ja? True Side, B. B. Die ist vielleicht, weil die nicht eingesteckt ist. Ja, nee, ich hatte es eingesteckt. Und da steht da, found no charger with given PIN. So. Du hast dich nicht vertippt, du stehst genau davor, das Ding gibt's. Ich bin nicht alleine, okay. Ist doch komisch, oder? 04, 02. Und er sagt dir, es gibt's nicht. Okay, dann, also was ich dann gemacht habe. Vielleicht ist es kein EV-Charging-Pin. Natürlich ist das, genau das ist was, also 100% ist das. Das so, und was ich dann versucht habe, ist, ein Account mir anzulegen, falls das irgendwie anders ist. So, create new user. Versuch dir mal einen Account anzulegen, bitte. Oh, ja, genau, so habe ich auch reagiert. Und dann hat es noch nicht mal geklappt. Da muss ich dann nicht auch. Aber dann gibt es ja bestimmt noch andere Lade. Ja, ich habe die probiert, alles probiert. Also gut. zeig uns alle deine Passwörter. So, jetzt mach dein Passwort. Es ist wirklich eine eklige Befriedigung für mich gerade, jemand anders beim Scheitern zuzusehen. Ich, einfach alles genau gleich ist. Noch denke ich mir sicher, easy, was soll schief gehen? Wird er gleich merken. Passwort, das kann der nächste. Ja, genau, da war ich auch. Okay, nochmal weg. Das ist wirklich das Gegenteil von durchdacht und intuitiv. Das ist so strange. Und jetzt? Ja, okay, jetzt hast du den Link bekommen. Sehr gut. Und jetzt hast du also die E-Mail-Adresse bekommen. Jetzt hast du die E-Mail bekommen und kannst jetzt dein Passwort vergeben. Also hier auf der Seite ist es, da wo ich auch schon mal war. Was ist dein Passwort? Passwort 1, 2, 3. Okay. Warte, Moment. Es ist wirklich so. Oh, was hier? Was sagt uns dieses Schild, wenn Kojo sein Passwort eingibt? Tja, irgendwas App. App und Strom. So weit bin ich auch gekommen. App und Strom. Aber nichts Englisch. Und jetzt? Oh, hast du? Wo bist du jetzt? Till in Login. Boah, du bist weiter als ich, glaube ich. Wenn du jetzt reinkommst, sind wir einen Schritt weiter. E-Mail-Adresse. Machen wir gerade Fortschritte. Geil, dann laden wir auf Kojos Kreditkarte. Passwort. Okay, jetzt gibt er sein Passwort ein. Wow, da war ich noch nicht, glaube ich. Was ist das? Man kann unten einfach mal auf OK gedrückt. Man kann unten auf Englisch. Englisch. We would like to provide you with the most. Ah, oh, jetzt okay, jetzt musst du hier. Ja. Okay, aber dann. Dann gib meins jetzt. Ja, aber dann kannst du ja quasi. Können wir ja nochmal von vorne deinen. Nee. Gib einfach meine Daten ein. Oh ja, mir macht es doch auch keinen Spaß, aber wir müssen das schaffen. Ich will doch auch einfach nur anstecken. Von mir ist auch Geld zahlen. Ich kenne deine Adresse nicht. Fertig. So, jetzt kommt die Kreditkarte dazu. Jetzt kann ich noch eine Bonuskarte irgendwie registrieren. Das meine ich machen. Nicht. Nee. Ich habe jetzt
in den Account meine persönlichen Daten und Kreditkarte eingetragen. Aus irgendeinem Grund sind wir wieder ausgeloggt. Es loggt sich Kojo ein in die App und dann, wenn es jetzt nicht geht, also dann ist wirklich einfach, ich weiß es dann echt nicht mehr. Jetzt. Hat eigentlich alles geklappt, ne? Also ist wirklich alles drin. Jetzt geh nochmal auf die App, also wo man praktisch die Zahlen von wo man da eingeben kann, diese vier Ziffern. Aber das ist die. Das ist die, aber geh doch an den Punkt, wo man das macht. Okay, natürlich. So. Also, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Mit. Ja, okay. Found no charger with given PIN. Okay. Leute, bitte, bitte, bitte kommentiert. Wenn wir schuld sind, wenn wir auf dem Schlauch stehen, kein Problem. Kannst Was? Du auch einfach vielleicht eine Kreditkarte da dran halten? Nee. Also. Dann Alex, guck mal. Ja, ja. Hinweis. Ja, ja, was ist Hinweis? Schau mal. Was? Ja, was ist? Was ist? Also, kann man da einfach seine Kreditkarte Ja, wenn die clever wären, dann würde man das so simpel machen. Weil, wofür brauchst du den Schnickschnack drumherum? Einfach piep. Okay, ich probier's. Ja. Halt mal. Aber ganz ehrlich, genauso habe ich die ganze Zeit gedacht, aber dann dachte ich, okay, dann, keine Ahnung, App, okay. Schauen wir mal. Also ich glaube auch nicht, dass es klappt mit der Kreditkarte hinhalten, aber es ist wieder ein Gedanke, der mir früher hätte kommen sollen, es einfach so zu probieren. Aber es ist eigentlich super selten, dass man seine Kreditkarte in Ladesäule hält und es dann lädt. Aber, Kurs, du denkst weniger kompliziert als ich, das ist gut. Ich bin simpel Denkel. Nur schwierig ist so, wie viel zahlst du, weil, naja. Vielleicht erkennt er die erst, wenn die eingesteckt ist und dann gibt man sie ein. So, jetzt nochmal, gebe ich... Funktioniert halt nicht. Moment. Jetzt müsstest du nochmal deine App schauen. Okay, also Kreditkarte nicht funktioniert. Noch. Kreditkarte nein. App, jetzt sind wir auf 0462A. Bevor du A drücken kannst, sagt er, dass es diesen Charger nicht gibt. Vielleicht gibt es den auch nicht. Vielleicht ist es auch nicht Realität. Es war alles nicht echt. Ich gehe jetzt mal zu den anderen. Ich will mal kurz schauen, ob diese anderen Autos so aussehen, als würden sie laden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind, die hier zu so dumm sind. Und wir haben wirklich zwei Gehirne. Vier Gehirnhälften haben gerade alles probiert. Und der Lader ist nur so dran geklebt. Naja, in jedem. Zum Kotzen, ey. Diese Challenge, als ich die bekommen habe, dachte ich mir so, ich habe mein Auto schon überall geladen. Natürlich lade ich das jetzt hier einfach. Ich dachte nicht, dass wir so lange draußen stehen, sonst hätte ich meine Jacke geholt. Ja. Und hier ist nämlich, rot war, geht nicht, grün ist scheinbar frei und blau bedeutet wohl, dass es lädt. Also, dieser Wagen lädt. Ja, du könntest ja auch andere Idee. Überall einmal die Zahlen ausprobieren, bis sie funktionieren, weil vielleicht einfach nur dieses Ding. Ja, gut, ist. Ich habe auch schon die andere probiert. Also jetzt Hast haben du wir den probiert? Den habe ich nicht probiert, aber der lädt ja schon. Ja, gut, der andere. Ja, siehst du, geht auch nicht. Aber was ist mit dem hier? Ich gebe mich noch nicht ganz geschlagen. Wenn ich irgendwie eine Telefonnummer finde, rufe ich da an. Ja. Ist hier irgendeine Supportnummer zu sehen? Nein. 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 Ja, okay. Die vermeintlich leichteste Challenge, vor allem als ich hier reingerollt bin und einfach in diesem fetten Parkhaus, was offensichtlich auch auf Elektromobilität ausgelegt ist, diesen ganzen Ladepark gesehen habe, dachte ich mir, easy peasy, stecke ich an, drücke ein paar Knöpfe, lade mir vielleicht irgendeine App schnell runter, wird schon werden. Nein. Tatsächlich, fail. Ja. Sorry Leute, ich habe es wirklich probiert, Kuschel wirklich probiert. War trotzdem irgendwie ein geiler Roadtrip mit einem sehr komischen Ende, Mann. Sehr unbefriedigend. Lassen wir es halt. Fahren wir jetzt zurück nach Deutschland? Jetzt fahren wir zurück nach Deutschland. Gestern reingeflogen und zack, Rückreise. Alex ist sauer, dass ich nicht laden kann. Nee, ja, wird geil die nächsten Tage, die nächsten Roadtrips. Hoffentlich mit funktionierenderen Ladestationen. Komisches Ende. Sorry, ciao. Tschüss.